Moin Moin, willkommen zurück bei Let's Plays mit mir, The Gentleman. In diesem Fall von Crusader Kings 3. Das ist ein Grand Strategy Game von Paradox, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass die Lautstärke noch ein bisschen runtergedreht werden kann. Aber das ist eine andere Baustelle. Ja. Crusader Kings 3 ist der vor ungefähr einer Woche rausgekommen, der dritte Teil von einer von mir sehr gemochten Grand Strategy-Serie von Paradox, wo man die Rolle eines Herrschers innerhalb einer Dynastie im Mittelalter übernimmt und an der Stelle sozusagen über das Wohl und Wider seiner Dynastie entscheidet. Leider Gottes bin ich jetzt ungefähr eine Woche nach den meisten anderen dran mit dem Start. Hat einfach damit zu tun, da ich bis vor kurzem noch im Urlaub war. Also hatte schon mal jetzt geschaut, dass man so ein ganz klein wenig Idee hat, aus wem sozusagen an den Start geht. Ich habe schon mal ein paar spannende Themen im frühen Start von 867 mir rausgesucht gehabt, vielleicht für weitere Episoden, wo man dann vielleicht als afrikanischer Herrscher oder mal schauen, als was an den Start geht. Aber für den ersten Start habe ich mir überlegt, iberischen Bruderkriege letztendlich ein bisschen nachschlagen, sodass wir am 15. September 2066 starten. Als alte König Ferdinand starb, erbten seine drei Söhne jeweils einen Teil seines iberischen Königreichs. Ihr Ehrgeiz und Religionskriege sorgten rasch für Spannungen auf der iberischen Halbinsel und die Familienbanden zerfaserten. Das heißt, der Geschwister Fernando stark oder verschlagen genug, um sich über den Rest herauszusetzen und zu triumphieren. Ich hatte mir auch überlegt, schnappen wir uns sozusagen. Ich glaube, Sancho, das war der älteste der drei Brüder, der letztendlich das Königreich von Kastilien geerbt hat. Dann gab es den jüngsten der Brüder, Garcia, die erstgeborene Schwester, die eine Grafschaft hat. Und ich glaube den Onkel, der das Königreich Navarra hat. Aber da ich nicht bislang so groß Crusader Kings 3 bislang gespielt habe, schnappen wir uns den einfachen Start mit dem König Leo von Leon, Alfonso dem 6. Alfonso, der mittlere Sohn und Liebling seines Vaters, erbte das zentrale Reich und Königreich Leon. Er schaffte es, seine beiden Brüder zu überlisten, zu unterjochen und so herrschte er über das vereinigte Königreich seines Vaters. Er ist 26, kastilisch, katholisch und gehört zur Dynastie Jimena. Seine Mutter und sein Onkel sind wichtige Persönlichkeiten an seinem Hof und die Grafschaft von der ältestgeborenen Schwester Zamora ist ein Vasall von uns. Damit wir auch ein paar Erfolge haben, starten wir das Ganze als Iron Man-Modus. Sagen jetzt noch LP Leon 1066 als Iron Man, synchronisieren es in der Cloud und sagen, wir starten das Ganze dann mal gemütlich. Das Ganze läuft auch gefühlt mit einer neuen Engine fluffiger als früher.
gucken wir uns erstmal die europäische oder die erweiterte europäische, fernöstliche, nordafrikanische Situation an. Wir haben hier inzwischen Schottland und England etabliert, sodass wahrscheinlich auch üblich für 1066 irgendwo so die Nachfolgekämpfe in England anstehen. Ebenso hat Norwegen auch weiterhin seine Finger gemeinsam mit Schweden und Dänemark im Spiel, um weiter auf England Druck zu machen. Auch der französische König wird wahrscheinlich versuchen, oder zumindest der normännische König, hier England ein bisschen unter Druck zu setzen. Das Heilige Römische Reich und das Byzantinische Kaiserreich sind auf den größten Ausdehnungen, die sie eigentlich hatten. Der Norden von Spanien wird durch verschiedene Fraktionen aus unserer Dynastie letztendlich beherrscht, aber der komplette Süden von Spanien gehört zu mulawidischen Herrschern. Also letztendlich, ich glaube, zu weitestgehend islamischen Herrschern. Sodass die iberischen Königreiche sozusagen an der Stelle an der vordersten Front kämpfen, um den katholischen Glauben zu verteidigen. Und auch hier sieht man recht gut, hier haben wir sozusagen unser Haus Jimena. Das Haus Jimena, wenn wir uns das angucken, besteht aktuell aus 69 Mitgliedern und hat 37 Lebende aktuell. Zudem gibt es 5 Subhäuser. Einmal das Gründungshaus Jimena, zu dem wir gehören. Mit dem Leitsatz Arbeit und Angst. Das Haus Vela, was 13 Mitglieder hat. Gott und Hammer als Leitsatz. Dann das der Aragon, was wahrscheinlich in Aragon herrscht. Und der König Sancho Ramirez von Aragon mit Gott und Schwert als Leitsatz. Dann das Haus Navarra und der Anzug von Navarra mit 3 Mitgliedern. Dem Leitsatz der Bogen im Gebet und der Saria, was bis Wachsamkeit die Welt verschlingt, das Leitsatz hat. Wenn wir uns den Dynastiebaum angucken, das mal ausblenden und mal wieder rausscrollen, sehen wir hier, die Dynastie ist schon ein bisschen älter. Hier unten sind hier unsere Hauptkönigshäuser. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Generationen gibt es schon vorher seit Chimeno Jimena. Und wie man hier oben sehen kann, ein guter Teil der Nebenlinien ist auch schon komplett ausgestorben. Daher sind die eingeklappt. Was ein bisschen schade ist, weil je mehr unserer Nebenlinien theoretisch jetzt noch leben würde. Wobei? Nein. Interessant. Ah, die sind inzwischen in der Brasilia. Hier sind wir eben aus Vela, aber denn die Nachfolger sind der Leon. Aber hier hätten wir noch von Vela ein paar weitere Nachfolger.
Jedenfalls also das Haus Vella ist an der Stelle nicht ganz tot, auch wenn wir hier sozusagen die Abspaltung im Nebenhaus haben. Okay. Das dort ist inzwischen schon tot. Hier haben wir eine ganz frische Abspaltung. Und hier haben wir das Haus Argon mit König Sancho. Interessant. Und wie man auch hier sieht, hat noch keiner von uns Königen einen Nachfolger. Oder zumindest ein Kind. Wie ich schon sagte, wir spielen als eine der Charaktere, der aktuell lebt. Bei seinem Tod übernehmen wir unseren Erben. In diesem Fall wäre es aktuell noch König Sancho von Kastilien, unser Bruder. Wir sind ruhig, was uns bessere Diplomatie, Ränkespiel, Anspannungsverlust und komplett auf der Kutschanze bringt. Aber leider Gottes. Unser Schrecken ist nicht so wirksam. Wir sind hinterlistig, was leider eine Sünde im Katholizismus ist. Schadet auch der Diplomatie, aber verbessert das Ränkespiel erheblich. Dann sind wir noch zynisch, was nochmal ein bisschen unsere Frömmigkeit negativ beeinflusst. Aber auch die Bekehrungskosten positiv beeinflusst. Zudem sind wir ein flüchtiger Schatten, was ebenfalls nochmal richtig gut ist, was Ränkespiel angeht. Also, Alfonso sieht Dinge gelassen und führt ein grausames Leben. Lügen und Betrügen liegt in der Natur von Alfonso. Alfonso glaubt zuvörderst an Eigensinn anderer Menschen. Alfonso hat sich als Meister des Ränkespiels hervorgetan und er ist ein Schleier der Geheimen. Der seinesgleichen sucht. Wir haben drei Beziehungen. Einmal haben wir eine Beziehung mit unserer älteren Schwester. Spannend. Wir haben Graf Pedro von Valladolid als Freund. Und wir haben unseren Bruder, König Sancho, also unser aktueller Erbe, sogar als echten Rivalen. Das ist nicht gerade so angenehm. Und wenn wir gucken, unser lieber Sancho, der ist deutlich besser in Kriegsführung und so weiter als wir. Da haben wir nur 5. Wir sind zwar recht gebildet und sind gut im Ränkespiel, aber naja. Und auch der galizische König, der ist sozusagen der Diplomat unter uns. Gucken wir uns nochmal Uraka an, unsere ältere Schwester, mit der wir eine Beziehung haben. Auch sie ist eigentlich ein ganz guter Ränkeschmied. Sie ist ein religiöser Eiferer, arrogant, hinterlistig und ein extravaganter Schwindler. Im Wesenskern von Uraka brennt eine tiefe religiöse Überzeugung. Uraka hat keine Schwierigkeiten mit dem eigenen Selbstwert. Lügen und Betrügen liegt in der Natur von Uraka. Uraka hat zwar Ausbildung in der Kunst des Ränkespiels erhalten, muss aber noch viel lernen, bis Fehler und Patzer nicht mehr die Regel, sondern die Ausnahme sind. Und dann gibt es auch noch die Schwester Elvira Fernandez von Leo. Sie befindet sich in Toro.
glaube, wenn ich mich mal hier ein bisschen umschaue. Können wir dann unter Umständen geschickt ein bisschen agieren. Okay, schauen wir uns das gleich an. Wir haben so ein paar Vasallen. So, das ist unspektakulär. Wir haben eine ganz ordentliche Ritterschaft. Unsere Aufgebote sind noch lachhaft. Immer das relativiert sich normalerweise. Und es gibt noch keinen Kriegerorden. Wir haben einen mittelmäßigen Bischof mit nur einer Bildung. Wacker ist auch auf der richtigen Position. Wir sehen uns unseren Baron Gomez an. Der ist eigentlich ein sinnvoller hier als Verwalter. Diego, boah, der kann da eigentlich bleiben. Und der Bursche ist auf jeden Fall ein besserer Verwalter als Baron Gomez. Haben wir schon Erfahrung im Ränkespiel, sind dort ein Verführer. Das sollten wir wahrscheinlich auch als Schwächling machen. Wie Unkraut im Garten. Wir haben dadurch zusätzliche Fruchtbarkeit. Verlockende Gelegenheit. Verführungskomplottstärke ist erhöht. Und Erfolgschance bei Verführungskomplott gegen eigene Höflinge plus 50%. Durch den Schwerpunkt auf Versuchung, Verführung verlangen. Die sanfte Kunst, andere Menschen in den Finger zu wickeln, bekommen wir noch ein bisschen weitere Fruchtbarkeit, Anziehungsmeinung und vor allem Verführungskomplottstärke. Ach Mist, das ist nur für Verführungskomplott. Schade. Ich hätte eigentlich gehofft, dass es auch für andere Komplotts gilt, aber dann ist es halt so. Ansonsten hätten wir vielleicht sogar Hinterhältigkeit als Reaktion, aber das ist sicherlich auch so nicht ganz verkehrt. Den Hofarzt besitzen wir aktuell noch nicht. Liebhaberin und Schwester
anscheinend gerade einen Komplott, was unseren Bruder in unserer Stelle setzen soll. Interessant. Dann sollten wir als allererstes mal schauen, dass wir einen Komplott schmieden, um in seinem geistigen Beistand, den wir ja nicht austauschen können, ein bisschen zu einflussen. Ebenso sollte Rebecca schauen, dass sie den Komplott unterstützt. Unser Baron kann mal versuchen, die Meinung der Leute insgesamt zu verbessern. Unser Verwalter kann ein bisschen mehr Steuern uns bereitstellen. Und Diego kann schauen, dass wir ein bisschen mehr Truppen zur Verfügung haben. Schauen wir uns in Leon nochmal um. Hier oben die Gebiete, die sind Angriff Diego basiert, das hier ein Uraka. Ich würde eigentlich ganz gerne mal meine Schwester fragen. Nein, an den Hof einladen. Dann könnte ich nämlich sie noch als recht wertvolles Familienmitglied versuchen, geschickt Matrimonia zu heiraten und vielleicht ein weiteres Bündnis herauszuziehen. Wenn wir gucken, unsere eigenen Ländereien in den Lyon bekommen wir recht gute Anzahl an Geld und Truppen. Benavente ist nicht wirklich reich, aber Béjar bringt auch immer ein bisschen Geld. Und das müssen wir uns ein paar Tage laufen lassen, weil jetzt sind erstmal alle Werte aktualisiert. Unsere Schwester hat ihre Station aufgegeben und Elvira ist am Hof hingetroffen. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir, dass eigentlich unsere Gebiete ihren wirtschaftlichen Fokus auf Leon haben. Das ist spannend. Dass wir hier richtig viel Cash aktualisieren, aber recht wenig sozusagen Truppen zur Verfügung haben. Da können wir vielleicht irgendwo mal schauen, wie es besser wird. Insgesamt kommen wir hier recht ordentliche Truppen hin. Jetzt kann ich nämlich auch sinnvoll, die ich ein, zwei Tage laufen lassen darf, mal schauen, wie wir uns auf jeden Fall informieren. Wir hätten eine Option. Das Königreich in Monten mit alles ehrlich und zufrieden wäre. Lächerliche Farbe geben würde. Von der Stärke, dass ihren Graf, die wir als Bündnis hätten, hätte jedoch den Vorteil,
Die könnten gegebenenfalls schlaue Herren. Sie wäre ruhig, bescheiden und treuherzig. Natürlich unter diplomatischem Verwalt. Wobei, das könnte vielleicht doch gar nicht mal so übel sein. Wir würden durch die Heirat letztendlich ein bisschen Prestige verlieren. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber wir sollten sie auf jeden Fall als Option beachten. Sie wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig guter Kandidat, der Charakter nicht zu unserem Herrscher passen würde. Wenn es nach einem militärischen Bündnis ginge, könnten wir versuchen, Richtung Normandie zu heiraten. Unit wäre relativ schwach. Sehr. Auch uninteressant. Wenn es Richtung Aragon gehen sollte, wäre auch richtig interessant. Königreich und auch nicht. Hier könnten wir Richtung Mara rüber heiraten. Das ist alles relativ unspektakulär. Also, da wäre jetzt letztendlich die Frage, ob wir versuchen, einen nicht ganz so spannenden Charakter zu heiraten. Oder ich glaube, wir nehmen sie. Sie passt charakterlich recht gut zu uns. Auch wenn wir dadurch einen schlechten Trend bekommen. Und dann schnappen wir uns die inzwischen eingetroffene Amira. Gucken mal, was wir wieder zurücksetzen. Das erklärt es, was wir dort letztendlich mit reinbekommen. Hier könnten wir Richtung gewinnenden Bündnis erreichen. Auch Richtung Bretagne. Da gucke ich mal nach Bündnismacht. Es sollten schon erwachsene Leute sein. Dort hatten wir die Bretagne oder Gwynedd. Gucken wir sie erst mal an. Sie ist keusch, zynisch und ersättlich. Wie sieht denn Robert aus? Das wäre nicht sehr.
Unbedingt. Dann schnappen wir uns doch. Schwester. Dann haben wir nämlich noch mal einen richtig guten Ritter, der vielleicht noch ein paar nette Kinder in der Welt sitzen könnte. Und ansonsten wäre gleich, da wir letztendlich Erbe von Sancho sind, das Sinnvollste, was wir hier treiben können, zu versuchen, dass wir ein Plot gegen ihn ausheben. Der aktuell noch relativ bescheiden ist. Mal gucken, wer würde gerne mitmachen. Das ist aktuell überschaubar. Ein Graf mit mittleren Werten. Schade, dass wir den Bürgermeister hier wahrscheinlich nicht umbekommen. Und der ist gar nicht mal so übel. Gentlemen.